Gesellschaft Zeitz, Ihr kommunaler Partner rund ums Wohnen in Zeitz. Seit zwei Wochen sind wir ja in Deutschland endlich wieder Fußball-Weltmeister. Die Euphorie ist noch nicht ganz abgeebbt, aber das hält sicherlich noch ein bisschen nach. In Zeitz zum Beispiel, da gab es jetzt für alle Nachwuchskicker eine Mini-WM. Anlässlich eines mehrtägigen Fußballcamps wurden da schon mal die Weltmeister von morgen geboren. Wir haben natürlich mit der Kamera mal mitgeschaut, ob denn wirklich da schon die Fußballkünstler der kommenden Tage zu sehen waren. Ferien können zuweilen langweilig und öde sein. Wer das für sein Kind nicht wollte, konnte es für einige Tage in die Fußballschule auf dem Platz des 1. FC Zeitz schicken. Ich denke, Zeitz ist ein Gebiet, wo viele fußballbegeisterte Jungs wohnen und wir versuchen stetig unser Gebiet zu erweitern. Und da Leipzig nicht so weit weg ist, haben wir uns gedacht, kommen wir mal nach Zeitz und es ist eines unserer größten Camps hier. Als Abschluss wurde die für Deutschland erfolgreich absolvierte Weltmeisterschaft nachgestellt. Dabei gingen nicht nur die Kinder, sondern auch deren Eltern, Freunde, Angehörige auf das Grün. Vor dem Turnier musste natürlich erst noch ausgelost werden, welche Mannschaft für welche Nation antritt. Was wurde denn, sind ja Mädchen und Jungs, diese Woche alles gezeigt, gelernt, geboten, sage ich jetzt mal? Ja, generell ist es so, wir können in den 5 Tagen sowieso nicht die Welt einreisen. Wir versuchen immer so viel es geht wirklich anzuschneiden, dass wir den Kindern zeigen, wie so ein Profi-Trainingslager aussehen könnte. Wir machen viel Techniktraining, viele Feinheiten im Passspiel, Trippelform, Koordination, was sehr wichtig ist in den jungen Jahren. Und das alles dann verpackt noch in Spielform, so dass wir wirklich alles mal angerissen haben. Wo ist jetzt da der Unterschied zu einem normalen Training, was jetzt der Verein macht? Also der große Unterschied liegt darin, dass wir eine hohe Intensität haben. Das heißt, wir machen in 5 Tagen 9 Trainingseinheiten. In der Regel ist es so, dass die Jungs in der Woche vielleicht 2, maximal 3 Mal trainieren. Und wir wirklich 5 Stunden zusammen arbeiten. Die Jungs lernen uns kennen, wir lernen die Jungs kennen. Und ja, das alles in allem ist schon ein gewaltiger Unterschied zu dem normalen Vereinstraining, weil neue Trainer, neue Eindrücke dazu kommen, auch deutlich mehr neue Trainingsformen damit reinkommen. Abhängig von der Anzahl an Kindern bei solchen Fußballschulen-Veranstaltungen fällt die Planung entsprechend unterschiedlich aus, die der Leipziger durchführt. Ich bin quasi der Geschäftsführer und Inhaber in Personalunion und habe quasi 2011 das Ganze gegründet und je nachdem wie viele Kinder kommen, suche ich mit den Trainern dann zusammen. Wir haben einen Trainerpool von 20 Leuten, die zum größten Teil Studenten sind, weil es schwierig ist in der Branche bzw. für die Fußballcamps festes Personal einzustellen. Ne? Es ist schwierig, wenn wir bloß 20 Kinder haben, brauche ich 2 Trainer, wenn wir hier 60 Kinder haben, brauche ich schon 6 Leute. Und das ist halt sehr schwierig. Wer bezahlt so eine Fußballschule hier? Das bezahlen die Eltern. Also die Eltern müssen 6 Wochen Sommerferien abdecken. Davon gibt es vielleicht 2 Wochen Sommerurlaub, vielleicht 1 Woche bei der Oma und die anderen 3 Wochen müssen abgedeckt werden. Und da bieten wir den Service an, die Kinder hier zu betreuen und auf sinnvolle Weise zu betreuen, also in dem fußballerischen Bereich dann. Nachdem die neuen Nationalmannschaften zu ihren Nationalhymnen im Puschendorf-Stadion Zeitz, wie sich das für Eltern-Kind-Turniere gehört, einmarschiert waren, mussten nur noch die Spielgruppen zugeordnet werden. Ergibt sich für mich jetzt noch die Frage, wird dabei auch eine Art Sichtung gemacht für Talente, sage ich mal so? Für uns steht die Sichtung der Spieler nicht so im Vordergrund, weil wir eine private Fußballschule sind. Wir wollen uns ein bisschen abgrenzen von Fußballschulen, die Vereine im Hintergrund haben. Wir wollen auch dem Verein keine Spieler wegnehmen. Wir sagen immer, bleibt dort, solange ihr könnt, wenn das Training ordentlich ist. Wenn dann mal ein Verein auf euch zukommen sollte im Großfeldbereich, ist es sicherlich sinnvoll. Wir haben da auch Kontakte, also wenn jemand auf uns zukommt und sagt, hättet ihr da, wir gucken da schon links und rechts. Wir haben auch in dem Camp auch 2, 3 Gute dabei. Also so ist es nicht, aber wir sind jetzt nicht so, dass wir selber auf die zugehen und sagt, jetzt geht mal bitte weg hier. Und seht zu, dass er da anderes Training bekommt. Aber gibt es da nochmal eine Auswertung mit dem Vereinstrainer, sage ich mal so? Ja, wir tauschen uns schon aus mit den Trainern. In der Regel ist es so, dass die ja natürlich auch arbeiten sind, also so oft sind die auch nicht da. Aber so mit der Vereinsführung und mit der Nachwuchsleitung sind wir schon stetig in Kontakt und tauschen uns da schon aus über die Leistungen der einzelnen Spieler. Auf 4 Spielfeldern sollten die Mannschaften dann jeweils für 7 Minuten gegeneinander antreten. In gemischten Teams, also Mädchen, Jungs und Männer. Nur Frauen konnten wir auf dem Spielfeld noch nicht ausmachen. Letzte Frage, wie zufrieden sind Sie das Resümee von dieser Woche hier in Zeitz? Ich fand die Woche richtig gut. Wir hatten mit dem Wetter am ersten Tag nicht so viel Glück. Dafür hatten wir dann jetzt die letzten Tage ordentliches Wetter und die Kinder sind sehr diszipliniert gewesen, auch aufgrund der großen Anzahl hat mich das auch sehr überrascht. Gerade gestern Abend mit dem Zeltlager und so, das hat alles super funktioniert und die Eltern haben uns auch sehr viel dabei geholfen und der Verein sowieso. Also alles in allem eine gelungene Veranstaltung.